Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen live aus dem Herzen von Halle im Bernstielzimmer. Herzlich willkommen zur 7. Folge des Bernstielzimmers, hier live aus dem Herzen von Halle im Restaurant Zum Schad. Ich wurde öfters gefragt, wo wir eigentlich sind. Befindet sich direkt gegenüber vom Händelhaus, also zentraler geht es gar nicht. Und ein herzliches Willkommen auch an alle, die hier jetzt zuschauen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, die Stimmung hier bei uns im Bernstielzimmer wird besser sein als im aktuell parallel laufenden Kanzlertriell. Und bevor wir hier in das Plaudern geraten, begrüße ich erstmal meinen heutigen Gast, Markus Eichelmann. Wunderbar, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr. Und für dich ist das, glaube ich, eine Premiere, hier vor der Kamera zu stehen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Mensch. Ja, super. Das wäre jetzt eigentlich die Chance für dich gewesen zu sagen, nein, Livestream kenne ich eigentlich, habe da schon ein bisschen mehr gemacht als... Ja, ich wollte nicht so oft darauf anspielen, das stimmt schon. Ach so, ja, so schüchtern ist er tatsächlich in echt, das Bernstielzimmer, der Ort, wo wir die Leute von ihrer wahren Seite zeigen. Also ich kann euch versprechen, es wird heute eine doch, denke ich, sehr unterhaltsame Sendung. Und ich habe heute auch wieder ein paar Fragen aufgeschrieben, Markus. Wir kennen uns ja schon ein wenig, aber vielleicht gibt es in Halle... Und wir haben ja nicht nur Zuschauer in Halle und außerhalb von Halle Leute, die dich noch nicht kennen. Deswegen vielleicht mal zwei Sätze zu dir. Du bist Tanzlehrer, Tanztrainer in dritter Generation von der Tanzschule Eichelmann, in der vierten Generation sogar. Ich habe nachgelesen auf eurer Homepage, euch gibt es seit 1932 immer in Halle. Stimmt, wenn man jetzt mal nachzählt. Und man kann eigentlich sagen, es gibt kaum Hallenserinnen und Hallenser, die bei euch nicht das Tanzen gelernt haben. Ist das richtig oder übertreibe ich da? Ja, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, habe ich ja heute Abend auch wieder erst gelernt, aber die große Masse war schon da. Die konnten dann aber schon tanzen? Haben es gewollt. Genau, und was tanzt ihr so? Also was gibt es da bei euch? Ja, bei uns ist die grobe Mischung Standard, Latein, Modetänze. Was sind denn Modetänze? Modetänze, sowas wie Disco Fox oder vielleicht... Disco Fox ist kein Modetanz, das ist doch Dorfgrundausstattung, ja, oder? Ja, klar, das ist das Schweizer Taschenmesser des Tanzens, ist das, ja. Um auf jedem Dorffest zu überleben. Das ist schon nicht verkehrt. Das stimmt, und ich kann mich erinnern, ich würde mich jetzt mal outen, aber es ist ja nicht wirklich outen, es gehört einfach dazu. Ich bin ja auch Tanzschüler bei dir, beziehungsweise bei euch in der Tanzschule, und du hast ja da immer so echt geile Geschichten, wie man, der Unterschied ist zwischen jemand, der Disco Fox im richtigen Leben tanzt und jemand, der das so meint zu können. Ja, das eine ist halt der Onkel Manfred, der mal da loslegt zum Samstagabend. Ja, wie sieht das denn aus? Ja, soll ich das wirklich zeigen? Ja, nur, du kannst es mal so ungefähr ein bisschen beschreiben. Na, Onkel Manfred macht das halt schon immer, seitdem er das erste Mal aufs Dorffest kann. Ja. Und der andere ist halt der professionelle Disco Fox Tänzer, so wie du. Ja, aber... Markus, wir sind hier, du bist unter ein Politiker. Uns, unter ja, uns. Genau. Und ich meine, wir müssen da schon ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Und Politiker sagen immer die Wahrheit. Also, ja, du musst dich jetzt verpflichten. Natürlich. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Gut. Du weißt ja, du hast mir erzählt, du hast schon ein, zwei Sendungen geguckt. Es gibt immer so ein Getränk am Anfang. Und ja, ich hatte ja eine Hoffnung, als ich dich hier eingeladen habe und du dankenswerterweise zugesagt hast. Was trinken wir denn hier? Wasser. Wasser. Okay. Ja, dann herzlich willkommen hier im Bernstielzimmer. Prost. Prost, genau. Okay, jetzt aber Spaß beiseite. Was ist das? Whisky haben wir hier. Und weißt du, was für Whisky? Ich habe keine Ahnung. Ach, du weißt es wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Nee. Okay, also das heißt, jetzt darf ich das verraten, du bist ja ziemlicher Whisky-Fan. Na, fröhlicher Hobby-Konsument, würde ich sagen. Das klingt jetzt wie Alkoholiker. Also, nee, also schon so du trinkst schon gerne Whisky und du kannst auch einen guten Whisky unterscheiden von einem schlechten Whisky. Ja, ich würde schon mal sagen, ich kann was sehen, genau. Ja, und jetzt müssen wir mal drin riechen, ne? Ja, ich habe eine Idee, was es ist. Ich sage, ja, ich hätte sogar eine Idee, was es von Whisky ist. Hättest du auch einen Tipp? Oder? Nee, ich gar nicht. Nee? Sag du was. Nee, ich hätte gesagt, das ist ein Talisker. Echt, ja? Ja. Okay. Prost. Oh, vielleicht ein 10er Store, meinst du? Nee, normaler. Normaler? Uiuiui, mal aufpassen. Ja. Denkst du? Ja. Oder ein Frog. Aber das wäre jetzt ein bisschen sehr weit weg, oder? Ich würde sagen, ein Talisker eher. Nee, ich glaube jetzt... Kriegen wir eine Auflösung hier aus dem Hintergrund? Ich glaube, im Geschmack, Regie, was ist das für ein Whisky? Das klingt, glaube ich, eher wie ein Lafroc. Na gut, Markus. Was muss man über dich wissen? Also du bist nicht nur begeisterter Tanztrainer, sondern du hast ja auch noch einen Nebenberuf. Also, oder sagen wir mal, jetzt überlegst du, was es wird, ja? Oh, jetzt bin ich echt auf die Rechnung. Du bist ja ausgebildeter Trainer noch für gewisse andere Sachen. Jetzt wäre so der Punkt, wo du sagst, ja,
Ja, ich bin ausgebildeter Sport- und Fitnesskaufmann. Nee, das meinte ich gar nicht. Okay, okay, oh Gott. Naja, zum Beispiel, sagen wir es einfach, du bist ja Knigge-Trainer. Knigge mache ich auch, das ist korrekt. Ja, und das hast du sogar einen richtigen Titel, ne? Also da muss man so eine Prüfung ablegen. Und wie nennt sich das dann? Na, ich bin jetzt aktuell in der Ausbildung zum IHK Knigge Business Coach und Trainer für Umgangsformen nach Knigge, auch von der IHK. Ja, sehr vielfältiges Feld, aber ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt alles. Naja, okay, aber sagen wir mal, was sind denn so No-Gos? Also, oder was sind so die typischen Dinge beim Knigge, wo man sagt, okay, das machen alle eigentlich immer falsch? Die typischen No-Gos, ich glaube, das sind einfach die Dinge der modernen Zeit. Das ist das Handy, der richtige Umgang. Das heißt? Naja, zum Beispiel sitzen jetzt hier und jetzt wird es bei mir laut aus der Tasche klingen. Ich glaube, das würden Sie alle nicht so schön finden. Ja. Deswegen, wir wurden ja schon darauf hingewiesen, dass es leise sein soll. Das war zum Beispiel sowas. Ja, aber es ist ja... Ein typisches No-Go war zum Beispiel die heutige Einladung. Wollen wir mal von heute sprechen? Wollen wir mal ein bisschen verbessern? In meiner Einladung? Traut ihr euch das? Ja, na klar. Schieß los. Na, ich hatte in der Einladung keinen Dresscode zum Beispiel. In meiner Einladung für hier fürs Bernstein? Genau. Stand nicht drin. Wie soll ich kommen? Ja, aber wenn da nichts drin steht, dann heißt es doch, du kannst kommen, wie du dich wohlfühlst. Also du hättest jetzt rein theoretisch auch in deinem Lieblingsoutfit kommen mit der Hose ohne... Das darf ich jetzt nicht erzählen, ne? Da muss man jetzt aber Angst haben zum Beispiel. Wenn ich die eine Challenge ja mache mit Liegestütze, ob ich die in dem Outfit hinkriege, ist die andere Frage. Ja, du spielst auf die erste Folge an, aber das beruhigt mich schon mal, dass du nicht weißt, welches die heutige Challenge ist. Aber nee, das heißt, das muss man also reinschreiben. Aber gibt es irgendwie so ein Ding? Zum Beispiel habe ich neulich gelernt, Mann und Frau gehen durch eine Tür in den Raum. Wer geht zuerst rein? Ja, erstmal der Mann, er hält auf. Ja, aber man denkt ja eigentlich, dass man die Frau reinlässt, oder? Na, er hält ja erstmal, um die Tür aufzuhalten. Die meisten Türen, die ich kenne, gehen nach innen auf. Das heißt, ja. Er geht ja erstmal rein und muss die Tür erstmal öffnen. Ja. Dann kommt die Frau rein. Wenn du zum Beispiel ins Restaurant gehst, geht der Mann dann erstmal vor auf den Kellner, auf wen auch immer, und fragt erstmal nach, hey, hallo, ich habe zum Beispiel einen Tisch reserviert oder wir haben keinen Tisch reserviert. Dann gehst du auf den Kellner zu und sagst, hier, ich bräuchte jetzt gerne einen Tisch für zwei Personen als Beispiel. Das wären so die Dinge. Und wie oft funktioniert das in der Realität? Ich würde sagen, immer. Ja? Ja klar, wenn du zum Beispiel das erste Mal hier, wie heute, in einen schönen Chart reinkommst, ja. Machst die Tür auf, hast nicht reserviert, dann siehst du erstmal ein volles Lokal. Siehst und was ist, wenn zwei Männer gleichzeitig in das Restaurant wollen? Ich würde sagen, wer als erstes reingeht, würde ich da denken. Und wenn der eine Mann dem anderen Mann die Tür fällt, muss dann Geschmackssache. Die Frage ist, wenn wir zwei Kumpels jetzt irgendwo reingehen, ob ich die Tür, doch, der Erste würde, ich würde dir zum Beispiel die Tür aufhalten, wenn ich als Erster reingehe. Ja, aber da ich grundsätzlich immer vor dir da bin, würde ich wahrscheinlich zuerst reingehen. Na, heute war ich eher da. Ja gut, okay. Wir haben übrigens eine Auflösung, es ist ein Morrison McTeller Isla Single Malt Whisky, also zumindest waren wir mit Isla ziemlich nah dran. Torfig, rauchig, schön. Ja, und an dieser Stelle auch der Hinweis an die Zuschauer, stellt gerne Fragen, Markus ist einmal hier. Und Markus, ich sehe, du hast diesmal auch wieder eine Moderationskarte da liegen. Das sagt mir, da stehen Fragen drauf. Ja. Hast du auswendig gelernt? Oder willst du mal? Ich kann auch drauf schauen, klar. Ja, du musst nicht, sicher, wenn du weißt, was... Soll ich jetzt meine vorlesen, Mensch, die ich hier hatte? Ich hatte zum Beispiel... Du kannst auch eine fragen, die dich einfach interessiert. Ja, genau. Ich hatte zum Beispiel die Frage, wie möchtest du den Einzelhandel in Halle stärken und den oberen Boulevard attraktiver gestalten? Das ist jetzt wirklich deine Frage? Das war jetzt eine von meinen Fragen. Wirklich? Ja, die ist nicht leicht, finde ich. Ja, die ist tatsächlich nicht leicht, aber ist eine sehr regionale Frage. Ich bin regionaler. Ja, nee, also das kann man relativ schnell eigentlich beantworten. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, dass die obere Leipziger Straße, also das ist quasi der Boulevard von Halle, der wird nochmal getrennt durch eine Straße für diejenigen, die sich das nicht so richtig vorstellen können. Und unser ganzer Boulevard, ich weiß es nicht ganz genau, aber der ist bestimmt vom Bahnhof bis runter 900 Meter, wenn nicht sogar noch länger. Und ich glaube, der obere Leipziger Boulevard ist für den Einzelhandel ungeeignet. Und man sollte dort nicht sich mehr auf Einzelhandel fokussieren, sondern man sollte so ein Gastro-Büro- und Erlebniskonzept fahren. So ähnlich kennst du zum Beispiel Hamburg, das Portugiesenviertel. So, da hast du ja einen Portugiesen an den nächsten. Und sowas Ähnliches könnte ich mir da auch vorstellen, dass du wirklich verschiedene Restaurants, Imbisse an einer Reihe hast, so dass die Menschen abends sich dort auch aufhalten wollen, dass du also Aufenthaltsqualität hast und nicht so viele, es tut mir leid für diejenigen, die das betreiben, so Billigshop an Billigshop, die dann sozusagen natürlich die Aufenthaltsqualität
reduzieren und die Leute gar keine Lust haben, da einfach anzuhalten. Und das nächste Problem, was wir haben, das hatte ich tatsächlich auch schon mal vorgeschlagen, ist, dass uns einige Immobilien einfach nicht gehören. Ne? Genau. Die sind irgendwann mal in so einen Investmentfonds gefallen oder in Investoren, die gar nicht hier leben. Und dann können wir die nicht sanieren, dann verfallen die. Und da habe ich halt vorgeschlagen, dass wir einfach mal Sanierungsauflagen machen, um diese Gebäude, also um den Eigentümer zu zwingen, das Gebäude zu sanieren. Und wenn er das nicht will, dann kann es ihm ja die Stadt abkaufen, sodass wir da einfach mal wieder ein bisschen Zucht und Ordnung reinkriegen und dann könnte es funktionieren, weil an sich ist dieses obere Stück ja schon wunderschön, aber es ist halt, scheitert halt irgendwie, also es gibt keinen richtigen Grund, da hinzugehen, ja, es sei denn, man muss da arbeiten oder man muss zum Bahnhof. Aufenthaltsqualität steigern. Es ist halt immer das typische Einfallstor, ja, wenn die Leute zum ersten Mal aus dem Hauptbahnhof rausgehen, Richtung Markt laufen, das ist das erste, was sie sehen. Und das ist auch so das typische Problem, was ich immer in Halle auch feststelle, ist einfach, dass immer viele sagen, beziehungsweise auch von den Seminaren, wo ich bin, die Halle gar nicht kennen live. Die kennen halt Halle immer nur sehr negativ aus dem Fernsehen, von irgendwelchen Reportagen, wo in die Brennpunkte reingeschalten wird und die wissen gar nicht, was Halle überhaupt bedeutet. Ja, das ist auch immer, dann muss man sich immer die Frage stellen, beim Tatort zum Beispiel oder beim Polizeiruf, ob man dann wirklich will, dass die Bilder von Halle gezeigt werden, weil die sehen dann immer, da denkt man immer, die großen Plattenbauburgen sehen die. Ja, immer, ja, genau. Und die ist nicht repräsentativ und alle, die ich hier hatte in Halle, die haben gesagt, Wahnsinnsstadt. Und da kommt auch schon die erste Frage für dich, Markus. Wir haben in dieser Woche, ich habe jetzt unheimlich viele Termine, ja, haben wir einen Chefarzt kennengelernt, und zwar der auf der Geburtsstation ist. Und der wurde mal gefragt, wie viele Kinder er schon auf die Welt gebracht hat. Ui. Er konnte das jetzt nicht so genau beantworten. Mhm. Und du hast jetzt die Frage, wie vielen Menschen hast du schon das Tanzen beigebracht? Oh, ich kann das gar nicht so richtig schätzen, um ehrlich zu sein. Es waren sehr, sehr viele. Und ich glaube, in der ganzen Geschichte von unserer Tanzschule, wie gesagt, wir sind seit 1932 hier in Halle und Umland aktiv. Mein lieber Urgroßvater und Opa hatten früher ein Gebiet, das ging los von Köthen bis Weißenfels, also eine sehr große Spanne. Da war schon relativ viel dabei, also ein paar Tausend. Ja, und du selber? Ich selber, naja, ich denke schon so, also ich schon allein ein paar Tausend wahrscheinlich, in der ganzen Geschichte. Ein paar Tausend? Ein paar Tausend ist schon locker, ja. Kann jeder tanzen lernen oder gibt es wirklich so Fälle, wo du sagst, also mein Motto ist, wer laufen kann, kann tanzen. Haben wir ja auch an dir bewiesen. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, also mein persönliches Highlight des Alltags ist ja immer, wenn so ein richtig typischer Mann reinkommt, der sagt, oh, tanzen wollte ich nie und das ist doch alles doof und nicht so schön und wie auch immer. Und der nach der zweiten, dritten Stunde sagt, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Und ab der vierten Stunde sagt er, super, schade, dass ich nicht eher angefangen habe, dieses Hobby. Also jeder kann tanzen lernen? Jeder kann tanzen lernen. Okay, wobei es gibt schon so Situationen, wo es ein bisschen länger dauert und... Naja, der will halt perfektionieren, dieser Mann. Okay, und gibt es so, sag ich mal, so Unterschiede zwischen Mann und Frau? Also gibt es so Tänze, wo die Frauen sagen, die tanzen die Frauen lieber und Tänze, wo die Männer sagen, tanzen die Männer lieber? Oder? Also diese typischen Klischees ist natürlich mal vom Alter abhängig, aber ich denke, die Klischees sind schon so, dass die Damen halt eher die lateinamerikanischen Tänze bevorzugen, also ein bisschen mehr, wo es eher wackelt, hoffentlich außer die Zähne. Und ich denke, die Männer eher so ein bisschen die typischen Standardtänze, wo es halt so typ deutsche Eiche, das geht schon bei uns ja besser als Mitteleuropäer. Ja, wir haben es ein bisschen mit der Hüfte, habe ich mir mal sagen lassen. Ne? So. Ja, aber es gibt ja Hilfsmittel und alles Alkohol. Auch. Alkohol macht die also Hüfte locker. Ich denke, am Anfang jeder Dorfparty ist die Tanzfläche immer leer und zum Schluss wird es immer voller. Aber die Frage ist, ob am Ende das wirklich Tanzen ist oder eher so rumrammeln. Ja, aber sie bewegen sich, ist doch schön. Und haben Spaß. Du bist mich eindeutig Idealist. Definitiv. Jetzt muss ich das ja mal fragen, wenn du Dirty Dancing guckst, hast du Dirty Dancing überhaupt schon mal gesehen? Ja, ich bin da, muss ich mich wirklich die Hände vors Gesicht halten. Ich habe ganz wenig Tanzfilme bis zum Ende geschaut. Dirty Dancing ist der einzige Film, den ich bis zum Schluss geschaut habe. Und die finde ich auch echt gut. Und was ist deine, als Professioneller, würde ich jetzt mal sagen, Tänzer, ja. Hat dich schon mal jemand als Professioneller bezeichnet? Ja, aber nur als Tänzer. Okay. Alles andere wäre nur aus Mitleid. Ja, und das Publikum weiß ja jetzt auch, was ich jetzt meine, wenn ich sage, du bist jetzt ein Professioneller. Also, was wäre jetzt quasi deine Lieblingsszene aus Dirty Dancing? Gibt es da eine, oder? Ich glaube sogar wirklich die Endszene mit der Hebefigur und allem drum dran, weil der Spannungsbogen da am höchsten ist und die Leute sich am meisten bewegen. Und ich weiß ja, dass du das auch kannst, ne? Ja, ja, ich darf das auch schon öfter, ich durfte es schon öfter mal tanzen. Kann man das im Internet irgendwo sehen? Genau, das kannst du bei unserer Facebook-Seite sehen, bei der Instagram-Seite überall. Da sehe ich Markus Eichemann. Das ist Markus Eichemann in voller Montur, genau. Und hast du schon mal, ist dir schon mal so eine Frau mal runtergefallen? Zum Glück noch nicht.
Ganz sicher? Zum Glück noch nicht. Naja, aber man macht das doch nicht am Anfang und dann... Also wir üben ganz normal auch solche Sachen. Im Wasser, im See. Wir waren im Nordbad, also fast wirklich? Selber. Wirklich? Also ist das wirklich so, ja? Ich war im Nordbad zum Beispiel zum Üben. Krass. Genau. Im Babybecken dann? Damals, es war noch das alte Nordbad. Ja. Ich bin auch schon ein paar Jährchen. Und da ging das noch, also im Stehen. Aber das lief. Boah, ey, das wäre überhaupt nichts für mich. So, nächste Frage. Betreust du auch Turniertänzer, Markus? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz einfach. Und was würde jetzt passieren, wenn jetzt Let's Dance anruft und sagt, meinetwegen, du sollst jetzt mal mit irgendeiner Prominenten tanzen? Wirst du da mitmachen oder wirst du sagen, oh, nee, das ist mir zu doof, Entschuldigung? Bin ich im Zwiespalt, weil das Problem ist, teilweise auch an solchen Sendungen oder Sendeformaten wie Dirty Dancing, ist einfach, es wird halt zu viel Show gemacht und zu wenig, ich sag mal, der normale Mann von nebenan. Ich erkenne den Tanz immer nicht so richtig, muss ich ehrlich zugeben. Also die bei diesen Showtänzen würde ich dir da wirklich auch das war jetzt irgendwie zustimmen. Ein Cha-Cha und dann denke ich mir, wo, was ist es dann? Wo ist der Cha-Cha, ja? Genau. Okay. So, jetzt hier gibt es noch eine Frage an mich. Wie viele Tanzkurse habe ich schon belegt? Ja, Kurse nicht. Also ich bin ja Mitglied tatsächlich, das heißt ja bei euch Tanzfamilie. Das ist ja auch nochmal so ein Unterschied. Ihr sagt ja auch nicht, das sind irgendwie Mitglieder, sondern irgendwann, wenn man eine gewisse Zeit dabei ist, ich glaube nach 2 oder 3 Jahren, dann... Bist Tanzfamilie bei uns. Das genau, genau. Feste Mitglieder, genau. Genau, und dann kann man immer kommen, wenn man Zeit hat. Wie Flatrate. Genau. 7 Tage die Woche. Genau. Ja, aber als junger Vater mit einem Hobby namens Politik ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen eingerostet, aber wir waren neulich mal wieder bei dir. Und, richtig. Du hast, glaube ich, gesagt, du warst ganz beeindruckt, dass ich nicht alles verlernt habe. Ich glaube, das war schon so ein Kompliment. So das finde ich auch immer wieder schön eigentlich. Ja. Auch nach langer Zeit mit Gründen wiederkommt und es funktioniert trotzdem alles. Ja, es liegt aber, glaube ich, hauptsächlich an meiner Frau, die das viel besser kann als ich. Naja, die führst du ja. Ja, ach so. Gut, das machst du ja alles. Das macht ja nicht sie, oder? Markus, hier gibt es eine inhaltliche Frage an mich. Was braucht es für eine zukunftsfähige Kommune? Wie kann mehr Geld in die Kommunen gelenkt werden? Ja, das ist, wir sind ja hier ein lockeres Format. Deswegen versuche ich es mal relativ einfach zu beantworten. Grundsätzlich reden alle immer darüber, wie der Kuchen, den man hat, irgendwie anders verteilt werden kann. Und ich sage, ich habe einen anderen Ansatz. Ich möchte, dass der Kuchen größer wird, weil wenn der Kuchen größer wird, gibt es für alle auch ein bisschen mehr. Was heißt das? Wir müssen in Halle dafür sorgen, dass wir einfach unsere Wirtschaftskraft steigern. Mehr Unternehmen ansiedeln, die Unternehmen, die da sind, auch nicht vergessen. Mhm. Weil manche von denen wollen auch mal expandieren oder brauchen einfach mal hier und da ein bisschen Unterstützung. Und da sind wir ja gerade dabei. Wir kriegen jetzt durch den Strukturwandel 670 Millionen Euro für Halle und den nördlichen Saalekreis. Und mit diesem Geld, ich denke, kann man eine Menge mitmachen. Hast du schon mal 670 Millionen Euro auf dem Konto? Nö, in meinen Vorstellungen. Ja, aber das wird nicht passieren, glaube ich. Markus, das ist, jetzt müsst ihr wissen, wir haben hier so einen kleinen Regiemonitor und da steht jetzt gerade irgendwie eine ziemlich gemeine Frage. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob wir die jetzt vorlesen oder nicht. Aber Markus, feel free, also gerne. Ja, ob der Christoph beim Tanzen führt, ich würde sagen, auf jeden Fall. Tanzen ist ja auch kein einseitiger Sport, sondern ein Teamsport. Und ich glaube, ihr kriegt das zusammen immerhin. Du solltest Politiker werden. Könntest du Politiker sein? Könntest nee, du dir vorstellen? Glaube ich nicht. Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Na klar, ist das ganz gut sein. Das kam mir, die Antwort kam viel zu schnell. Da gibt es verschiedene Antworten, aber ich glaube nicht, dass die hier reinpassen. Ja. Und unsere Zuschauer sind weitaus toleranter, als du es vielleicht ihnen zutraust. Okay, Markus, du bist mindestens genauso nervös wie ich. Es ja, ist ja, Zeit, ja, ja. Zeit für die Challenge. Ich schon lieber mein Stückchen hier. Ja, du weißt, der goldene Umschlag. Oh, der ist diesmal sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Du kriegst den goldenen Umschlag. Ich darf den öffnen, ja? Ja. Und dann musst du gucken, lies es dir erstmal ruhig durch in der Zeit. Ich nehme hier noch mal ein Stück von unserem Wasser. Ja. Das sind 2 Karten. Ja. Du musst dann aber auch vorlesen sozusagen, ich bin ja schwer beeindruckt, dass es diesmal richtig rum aufgeklebt. Das sind ja so behind the scenes, wenn du dann so eine Bernstil-Zimmer-Moderationskarte kriegst, die falsch aufgeklebt ist. Was müssen wir machen? Oh Gott, Christoph, mein Guter. Naja, es wird schön. Heute wird performt, Christoph. Oh nee. Ich fühle mich ja ein bisschen wie diesen einen Sender, weißt du? Aber wir müssen nicht tanzen, oder? Ich hoffe nicht und ich habe auch wirklich gehofft, dass wir nicht zusammen tanzen müssen. Jetzt habe ich auch gehofft. Davor hatte ich am meisten Angst. Nee, aber was ist es denn jetzt? Komm, Spannungsbogen. Spannungsbogen, ja. Du hast mal gewonnen. Bei der letzten Challenge. Ich habe das letzte Mal diese Schätzfragen mir angeschaut mit dir. Hier mit Herrn Amthor. Ja, ja. Das war, nicht so dolle für Halle, ne, was du da geliefert hast, aber
Naja, das war schon... Markus, deine psychologische Kriegsführung kannst du dich behalten. Nee, ist so gut, das mache ich das immer. Ja, ja. Ah, wir wollen Bewegungen heute machen. Herausforderungen. Der eine bewegt sich und der andere errät das Lied. Also ich muss mich irgendwie bewegen anscheinend und du sollst das Lied erraten. Und wer kriegt den Punkt? Der errät oder der die Mimik macht? Weil die Mimik Na, ich würde vermuten, wenn ich irgendwas mache und du errätst, das kriegst du einen Punkt vom Ja, aber es ist doch viel schwieriger, das Lied zu performen, als das zu erraten. Ja, das wird ganz schwer. Und dann wirst du ja gewinnen, weil ich viel besser performen kann als du. Pass auf, der Wetteinsatz. Der Verlierer muss dann am Ende auf das letzte Lied, was nicht erkannt wurde, kurz einen Gesellschaftstanz andeuten. Du merkst, das Team arbeitet nicht für mich. Du hast doch da hinten keine Freunde sitzen, glaube ich. Ich habe auch keine Idee, und die Lieder stehen da drauf oder was? Pass auf, soll ich es einfach mal vorlesen, ja? Ja. Jeder bekommt eine Karte mit jeweils 8 bekannten Liedern. Ah, okay. Von diesen 8 Liedern müsst ihr dann insgesamt 4 Lieder so performen, durch Bewegung und ohne einen Laut, das finde ich echt spannend. Also wie Tabu quasi. Ja, ja, wahrscheinlich, okay. Euch zu geben, dass der andere es erraten kann. Hat er da jeweils das andere Lied erraten, bekommt der Performer einen Punkt und der Rater 2 Punkte. Also müssen wir uns anstrengen. Und wie viel Zeit haben wir pro Lied? Oh, das wird bestimmt 30 Sekunden, steht hier unten noch irgendwas. Aha, aha. Oh, 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 oh. Also irgendwer zählt die Punkte mit. Meinst du, wir schaffen überhaupt einen Song? Also ich bin echt aufgeregt. Also ich würde fast sagen, nee. Ja, okay, gut. Dann kriegen wir jetzt Karten. Hätte ich jetzt gesagt. Da kommt auch schon ein neuer Schnaps. Hast du deinen schon alle? Ui! Mensch, das geht aber ja voran. Hast du? Ein Stück Wasser. Nee, ich habe schon alle. Danke. Also denk dran, wir sind live. Achso. So, jawohl, machen wir einen Tausch. Die 2 Gäser zurück. Okay, und wer fängt an? Ich hoffe, du. Ach, ihr seid so gemein. Okay, also ich soll das jetzt performen, ja? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das geht. Also, ich darf jetzt nicht sagen, was es ist. Ich soll es performen. Ich habe 30 Sekunden Zeit. Richtig, richtig. Und ich glaube, du darfst auch nicht summen, du darfst auch nichts, also Stille, nur okay. Performen. Also, ach, ich weiß auch nicht mehr, wie das geht, ey. Okay. Ich glaube, das ging so. Überleg mal. Ich überlege, ja. Es ist ein Lied. So. Ja, 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 ich dachte schon. Ist nicht so Prumpftanz, ja. Wieder abends. Ist das jetzt mal vorbei, die 30 Sekunden hier? Nein. Das wird irgend so ein Ballermann-Hit sein, oder? Ja. Ja. Gut. Soll ich sagen? Also das war Gangnam Style. Oh Gott. Hättest du nicht mal irgendwas hier so machen können? Ja, was ist ich denn? Der Gang ist einfach das hier. Ach so. Oh, meine Güte, du bist doch Tanzlehrer. Pass auf. Darf ich jetzt? Ja. Ich darf jetzt. Pass auf, das ist einfach. Ah, Queen, We Will Rock You. Siehst du? Perfekt. Das ist so, wieso hab ich das? Naja, du musst auch mal mitdenken. Ey, aber der nächste Song ist einfach unglaublich. Den kann ich, wie? Ich weiß überhaupt nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Also gut, ich probier's. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den ja auch nicht. Das ist, warte. Ich weiß es nicht. Okay, tut mir leid. Also, nee, sorry, das kriege ich echt nicht hin. Das ist, es wäre gewesen Shakira, whenever, wherever. Wie soll ich das, also wie soll man das performen? Ich habe keine Ahnung. Okay, du bist dran, wir sollen ja eh schneller machen. Also, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Das war jetzt aber unfair für ihn eigentlich. Ja, ja, aber ja. Das ist nicht schlimm. Genau. Wir können die, Na klar. Wir müssen ja auch nicht alle machen. Nein, hoffentlich nicht. Ach, dann ist ja einfach. Naja, gut. Dann pass auf, den nächsten, der ist ganz einfach. Ja. Den kriege ich hin. Genghis Khan, Moskau. Ist so? Na klar. Ja, sehr gut. Oh, hier, warte, das kriegst du hin. Achtung. Das sieht aus wie Erste Hilfe. Ja. Mein Erste-Hilfe-Trainer. Der Song, der Song. Ja. Konzentriere dich auf den Song. Yellow Submarines. Yellow Submarines. Nein. Also wurde es mir in Halle beigebracht. Ja, Mann, der Song. Irgendwann bin ich raus. Stayin' Alive. Was? Von Bee Gees. Echt?
Also mir haben sie es so beigebracht. Mir hat hier ein Halle, der hat mir beigebracht. Deswegen heißt der Song so, Stay in the Life. Ist ja Wahnsinn. Oh Mann, ey. Okay. Oh Gott. Jetzt wird's echt eng. Warte, den wirst du nicht kennen. Oh, da war, die haben sich wahrscheinlich eine andere Pose gewünscht. Hm? Ich denke auch. Ja. Jetzt darf ich wieder, ne? Ja, ja. Das Kindertanz für mich. Problem ist, Kindertanz, Christoph? Ja, ich überlege gerade. Ich denke an Helene Fischer. Helene Fischer? Ja, das ist gut, die macht das auch. Die singt das auch. Okay, ich erlöse dich. Ich weiß es nicht. Soll ich sagen? Ja. Die Biene Maya. Was hat die Biene Maya mit dem Herz zu tun? In einem unbekannten Land lebt eine Biene gar nicht fein. Diese Biene Maya, die nennt sich Maya. Okay. Aber singt auch Helene okay, Fischer. Okay, okay, okay. Also es wäre so ein halber Punkt, meine Augen. Gut, gut. ich würde sagen, jeder noch eins. Ja. Aber den kannst du erraten. Oh so. Gott, nein. Ich bin wirklich schlecht mit sowas. Na. Ah, nee, halt. Bei MCA? Ja! Oh, zum Glück mal. Wenigstens mal was. So, letzter Song für dich. Oh Gott, jetzt wird's ganz eng. Jetzt wird's ganz eng. Warte mal, den habe ich im Kindergarten performt zur Mini-Disco. Du darfst ja aber schwierig. Nicht so viel. Hey, Macarena. Ah, hi. Jawohl! Sehr gut, sehr gut. Nicht sehr gut. Na klar. Naja, also. Ja, aber du hast das ja auch. Also, ich hab eigentlich den Beat an deiner Hüftbewegung. Ja, gemacht. Ich bin beeindruckt. Ja, ich glaube. Ich bin wirklich beeindruckt. Wie stehst du denn in der Punktestand? Christoph 7, Markus 5. Naja. Das kann nicht sein, oder? Müssen wir jetzt noch einen machen oder sind wir durch? Wir sind durch. Das passt, oder? Ich habe gewonnen, oder? Na klar, wie immer. Oh. Sieger der Herzen. Ach so, was war denn eigentlich überhaupt der Wetteinsatz? Das kommt als nächstes wahrscheinlich. Hinterher ist. Siehst du, das haben wir ganz vergessen. Markus, ich habe zweimal gewonnen, ich habe einen Lauf. Meinst du? Meine Güte. Also übrigens, auf meiner Karte stand noch All the Single Ladies. keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann stand noch So ein schöner Tag, das Fliegerlied. Und um Fliegerlied verbinde ich auch was anderes, aber... Ja, alles gut. Ja, und Dancing Queen hatte ich noch von ABBA. Das ist auch witzig. Ich hatte noch Lebe alter Holzmischen. Und wie macht man das? Hätte ich jetzt überhaupt die Kinder im Kostüm. Wir haben hier, wer die Challenge gewonnen hat, muss ein Lied antanzen zum Standardtanz. Oh! Was, wieso? Wer die Challenge gewonnen hat, muss tanzen? Na, weil tanzen ist immer, wer sie... So, wieso muss normalerweise muss doch, das habe ich doch schon wieder verloren. Ne, nein, wer tanzen darf im Leben, hat immer gewonnen. Also darfst du gewinnen. Na, also ich soll jetzt ein Lied antanzen mit einem Standardtanz? Nee, das habe ich nicht verstanden. Ich soll jetzt ein Lied machen? Kannst du mir helfen? So, du kannst jetzt eins von diesen Liedern, was du wahrscheinlich ausgesucht hast, bestimmen und dazu einen Standardtanz machen. Oder einen Lateintanz wahrscheinlich auch. Irgendwas, also so eine Bewegung. Wahrscheinlich im Stehen, da wo du ein bisschen doof aussiehst. Das wollen die ja gerade. Ja, wo ich ein bisschen doof aussehe. ich wüsste ja auch nicht, das ist ja eigentlich nur ein Disco-Fox, oder? Ja, zum Bleistift, also perfekt. So, und dann tanze ich mit meiner Puppe oder wie? Oder so? Musst du hier... So sind wir. So lernt man das bei der Tanzschule Eichemann mit den schönen, weiten Bewegungen. Alles, wovor wir Angst haben. Nein, wir sollen immer ganz klein tanzen. Also ich hätte jetzt einen Disco-Fox einfach dann getanzt. Ich weiß nicht, ob es einer war. Wir gucken uns das hinterher noch Slow-Mo an. Markus, vielen herzlichen Dank für diese tolle Challenge. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das gewinnen kann irgendwie. Aber ich glaube, das lag einfach auch an deiner Top-Performance. Also ja, wahrscheinlich. Aber es war schön, dass ich dir zum Sieg helfen durfte. Wären wir noch einmal kurz ernst. Jetzt hatten wir ja nun nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Richtig. Corona, 18 Monate bereits. Das hat euch ja als Tanzschule auch ordentlich erwischt. Ne? Ja. Und ich hatte ja letzte Woche den Sebastian Hübner hier von Bienenstich, der ja auch sozusagen zur Kunstszene gehört. Und du hast ja auch mitgemacht bei dieser wunderbaren Fotoaktion von der Anja Grote. Kann ich nur noch mal empfehlen. Ja. Erzähl mal, wie war das für euch? Aber ihr wart ja auch recht kreativ. Ne? So. Das war im Endeffekt in meinen Augen ein staatliches Berufsverbot. Okay. Muss man so ganz ehrlich sagen, wie es ist. Weil ich denke, wir waren alle in dieser Zeit sehr kreativ, haben viel, viel gemacht. Und immer Dinge, wo ich dachte, da brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Also
Und das waren halt auch einfach Sachen, die wurden halt nie wiedergenommen. Wir haben ja zum Beispiel auch so eine riesen Aktion gemacht, wo wir nach Magdeburg Schuhe geschickt haben, wo wir nach Berlin was gemacht haben. Ihr habt Schuhe geschickt nach Magdeburg? Wieso? Nach Berlin sogar. Ja. Da haben wir einen Nagel hingeschickt und zum Beispiel einen Tanzschuh. Mhm. So ungefähr die Tanzschuhe an den Nagel hängen, das war die Botschaft dazu. Leider bis heute keine Antwort bekommen, muss man auch ehrlich zugeben. An wen habt ihr da geschrieben? Ich glaube richtig hier an Kunst, Kultur, bla bla bla. An Frau Gutters? Okay, dann müssen wir gleich mal... Aber gut, aber es waren halt auch Sachen, die ich persönlich nachvollziehen konnte. Wir hatten ja auch teilweise in dieser Corona-Zeit Dinge gehabt, wo es eigentlich danach ging. Nach der Verordnung, wenn man die richtig interpretiert, hättest du ja mit deiner eigenen Frau noch nicht mal Sport machen dürfen. Ja. Das heißt, nach dieser Verordnung hätten wir zur Tanzschule. Radikalzeiten, eigentlich hättest du in deinem heimischen Ehebett auch eine Glasscheibe im Bettchen gebraucht. Das haben wir, hattest du das nicht? Nö, noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich regt das dann an. Wir haben noch so einen kleinen Vorhang, das ist echt praktisch. Ja. Nee, also wirklich, das war eine verrückte Zeit. Wir haben ja, wie gesagt, seit 32 schon viele Dinge hier in Halle oder beziehungsweise in Deutschland mitgemacht als Familie. Und ich hoffe, das war jetzt meine Zeit gewesen, auch das, wo es auch endet mit dem Negativen. Und einige Tanzschulen haben es auch nicht überlebt, ne? Viele. Seid ihr auch im ADV? Im ADTV, genau, das ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband, da ist man ganz gut organisiert mit allen. Und da hat man auch gesehen, dass da ganz viele an Grenzen gestoßen sind, weil auch einfach diese Tanzkultur, und also waren in meinen Augen auch immer dieselben Branchen, die betroffen waren. Es war Kunst, Kultur, Freizeit. Also egal, ob ich jetzt eine Kneipe habe, eine Disco habe oder Tanz- oder Fitnessstudio, ist völlig egal. Das waren eigentlich die wurden in meinen Augen am meisten da, geprügelt. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben in dieser Zeit auch viel geschrieben. Genau. Und wir haben ja dann noch versucht, das eine oder andere da gerade zu ziehen. Und dann weiß ich noch genau, da war so eine Szene, das war, wo eigentlich alles wieder aufging. Ne? Und dann hatten wir so eine Corona-Verordnung und dann stand dann drin, alles macht wieder auf, die Fitnessstudios und so weiter und so weiter. Und dann kam... Außer Tanzschulen, ja. Also das war natürlich schon nochmal so ein Momentum. Aber ihr habt es ja gemacht, wie immer. Ihr seid jetzt wieder zurück mit dem ersten größeren Event, kubanische Nacht oder kubanische Tanznacht hier in Halle. Das war, glaube ich, trotz Regen zwischendurch. Genau. Warst du zufrieden? Ich war zufrieden, weil wir hatten seit langer Zeit einfach mit ganz viele Menschen, wo du in den Gesichtern gesehen hast, die hatten Spaß, die hatten Freude, die haben Lebensfreude entwickelt, auch wenn es nur draußen war, auch wenn das Wetter nicht kubanisch war, also es war eher wie Tropensturm teilweise, aber trotzdem ging es gut und das war halt das Schöne, was uns am Leben erhalten hat und was uns einfach ganz tolle gefehlt hatte. Ich habe schon gesagt, es war eine knackige Zeit, ich glaube, das jetzt finanziell war mit ganz vielen Einbußen, aber vor allem war es geistig halt eine schwierige Zeit, dass du sagst, es ging halt wirklich an die Substanz dran, auch ging es ja vielen so, hatte die Anja auch ganz toll in ihrer Fotoreportage, nennen wir es mal, dargestellt, viel, was ich persönlich nicht nachvollziehen konnte, was da wiedergegeben wurde. In meinen Augen hätte man immer was machen können, an der frischen Luft, mit viel Abstand. Ich hatte als erstes die Idee, wo das erste Mal rauskam, es kam jetzt hier irgendwelche Verordnungen raus, habe ich gesagt, Mensch, jetzt hier Feuer frei, wir machen einen großen Sportplatz, machen kleine Spielfelder und jeder macht da, was er will. Aber das wurde halt alles immer nie genommen. Oh, jetzt kommt die zweite Runde hier, Christoph. Mensch, ja, mir ging es jetzt darum, du warst jetzt so ein bisschen melancholisch und auch zu Recht, muss man jetzt wirklich auch sagen, ohne jeden Spaß. Das war einfach eine ganz anstrengende Zeit, im Übrigen auch für mich. Ich hatte ja dann so versucht, so viele Unternehmen, wie ich erreichen konnte, auch immer zu informieren. Und wenn du dann die Schicksale so erfahren hast, also nicht nur diese Zahlen, ja, viele denken ja so immer nur Geld, aber wenn du dann auch mal erfahren hast, wie es den Leuten geht, und dann weiß ich noch ganz genau, das war so beim zweiten, dritten Lockdown, wo dann nicht mehr die Euphorie war, wo dann die Leute wirklich gesagt haben, jetzt geht es uns echt an die Substanz, wir wissen nicht mehr, wie weiter, wir haben alles richtig gemacht. Dann bist du schon manchmal abends zu Hause und denkst so, boah, jetzt nimmst du schon ziemlich viel mit an Gepäck. Aber Markus, ihr habt es überlebt, ihr werdet auch noch die nächsten 100 Jahre machen. Ich hoffe machen. Das, ich hoffe das. Da bin ich ziemlich sicher. Oh, was haben wir jetzt hier? Ich denke denselben. Denselben sogar? Nee, haben wir nicht. Die testen uns hier, merkst du das? Nee, der ist viel süßer. Ja, ja. Aber wir sind ja unter uns. Das war mein Lieblingsspruch in den letzten Serien von euch. Ja. Deswegen sind ja unter uns. Guckt ja kaum jemand im Nachgang. Also, Markus, was sagst du zur 2G-Regel? Trifft dich das nicht wieder im Betrieb? Tja, gute Mich Frage. Würde es persönlich, also wir haben natürlich auch darüber gesprochen, das ist ja halt für uns geschäftlicher Alltag, deswegen muss man darüber sprechen. Es würde uns
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite würde uns das negativ treffen, muss man sagen, wie es ist. Weil du hast einfach Leute, die können es nicht. Du hast aber auch Leute, die wollen es nicht. Mhm. Und zum Beispiel bei den Kollegen, wir hatten es vorhin angesprochen, gerade aus den alten Bundesländern, da kommt jetzt nach Corona die nächste Kündigungswelle von Leuten, die sagen, na, ich kann jetzt nicht, wenn ich einmal die Woche zu dir zum Tanzen komme, jedes Mal einen Test machen, dann komme ich zu dir. Der Test kostet 15 Euro. Ja, mittlerweile, ja. 15 Euro mal zwei. Bei mir kommen ja immer zwei Menschen, also 30 Euro. Als Beispiel, mein Beitrag im Monat sind ja gerade mal 20 bis 30 Euro. Mhm. Dann kommen die viermal im Monat, also 30 mal vier. Mhm. Das ist dann schon langsam Geld, denke ich. Und ja, auf der anderen Seite, das hat man ja in Hamburg gesehen, da war ja auch die 2G-Regel, es macht das Leben wahrscheinlich leichter. Mhm. Weil ich kann einfach sagen, hier, ich mache vorne ein Schild dran, 2G. Mhm. Und dann drinnen läuft alles wie immer. Problematik ist einfach dann drinnen, ich lasse halt draußen welche stehen. Mhm. Und damit muss ich halt umgehen können. Ich hatte neulich eine ganz radikale These, also weil ich mich ja versuche, auch mit den Leuten immer zu unterhalten und diese ganze Corona-Pandemie, da gibt es ja kein Schwarz und Weiß. Also egal, was du machst, es hat immer Konsequenzen auf der anderen Seite. Ja. Ich persönlich bin auch ein Verfechter der 3G-Regel, weil ich sage, es gibt halt Leute, wie du schon sagtest, ne, was ist mit Schwangeren? Die können sich gerade nicht impfen lassen, wird sie jetzt vom Tanzen ausschließen. Und da habe ich mit einem Mediziner gesprochen, der hat gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt einfach sagen, wir heben alles auf? Und ich sagte, naja, dann werden sich doch die Leute alle infizieren, was ist denn da los? Und sagt er, naja, ja, wird aber früher oder später sowieso kommen. Und vielleicht motiviert man den einen oder anderen dann noch ein bisschen dazu, sich vielleicht doch impfen zu lassen, dass man jetzt sagt, man nimmt diese verbliebenen 30% oder fast 30%, wir sind ja bei 2/3 Impfung ungefähr, gesamtgeimpft in der Bevölkerung, noch nicht ganz. Das fand ich auch sehr spannend und ich denke, das wird jetzt eine Aufgabe sein, auch für den nächsten Bundestag, da jetzt mit Augenmaß voranzugehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dieses Thema Lockdown endgültig hinter uns gelassen haben und uns jetzt irgendwie durch den Winter schlagen. Wir sind schon ein Stückchen vorangeschritten, Markus. Deswegen, bevor wir zu diesem Gegenstand kommen, hast du noch eine Frage auf der Karte, die dir unbedingt auf dem Herzen liegt? Ich hier das ist immer eigentlich passend beim Thema. Ich habe nämlich noch eine richtig geile für dich. Oh Gott, da habe ich Angst. Deswegen stelle ich erstmal meine. Ja, ja, die ist aber wirklich gut. Wie möchtest du die Kunst-, Kultur- und Freizeitbranche nach Corona stärken? Sag mal, du, das ist hier ein lustiges Format. Ja, ist doch lustig, oder? Naja, also wir haben ja grundsätzlich, Lanz, wenn grundsätzlich muss man sagen, der Frau, die du ja geschickt hast, deinen Schuh, die Frau Grütters, die ist ja neben uns mitverantwortlich für dieses Programm Neustart Kultur. Da war jetzt erstmal, ich weiß gar nicht genau, aber fast mehrere Millionen, fast eine Milliarde, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Musst du da Faktencheck im Nachhinein nochmal machen. Mhm. Und Fakt ist, solange wie diese Corona-Pandemie so bleibt, wie sie ist, und ihr nicht wieder so könnt, wie ihr dürftet, wenn ihr denn könntet, muss es weitere Hilfen geben. Und das muss unbürokratisch sein. Da bin ich mir, also das ist klar. Und ich glaube, der beste Weg wäre aber, wenn man wirklich sagt, jetzt ist Corona, ist jetzt mal vorbei. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hebt diese Pandemie nationaler Tragweite irgendwann mal auf und sagt, okay, jetzt ist jeder wieder für sich selber verantwortlich, individuelles Risiko, dass man vielleicht noch sagt, in den Nahverkehr und da, wo man sich nahe kommt, eine Maske. Aber ansonsten übergeben wir die Verantwortung der Bevölkerung zurück. Das ist sicherlich eine provokante These, aber mal sehen. Nach der Bundestagswahl werden wir ja neue Mehrheiten haben und dann schauen wir mal. Markus, eine Frage noch an dich. Oh Gott. Wir waren jetzt sehr, sehr beim Tanzen, wir waren jetzt beim Corona und ich habe heute ein Video online gestellt, 42 Fragen an mich, hat mein Team und die Community zusammengestellt, also alles, was ihr mal über mich wissen wollt. Da war eine Frage dabei, die fand ich echt spannend und die würde ich gerne mal an dich weitergeben, denn ich weiß, du bist genau wie ich auch gern an der frischen Luft, wie man so schön sagt. Und wenn es dich auf deine einsame Insel verschlagen würde und du darfst drei Gegenstände mitnehmen, welche drei Gegenstände wären das? Auf jeden Fall meine Familie. Nein, das geht nicht, das ist ein Gegenstand. Achso, Entschuldigung. Nee, ich habe auch gesagt Familie, ich habe exakt das gleiche habe ich gesagt. Okay. Wer die anderen 42 Fragen will, sehen will, Instagram, Facebook, seht ihr es. Ja, 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 habe ich auch gesagt. Nee, drei Gegenstände, wirklich drei Gegenstände, einsame Insel. Ist auf der Insel Süßwasser? Das weißt du vorher nicht. Dann auf jeden Fall Süßwasser. Du nimmst Süßwasser mit? Muss ich ja. Okay, gut. Wie Weil viel? Eigentlich so viel, wie ich darf. Ja, ist aber nur ein Gegenstand, also eine Flasche Wasser. Das ist ja die Frage. Okay, was noch? Könnte auch ein Gegenstand sein, eine Sache. Nee, du kannst mit mir nicht diskutieren. Der Pilot sagt, ich werfe dich jetzt ab. Okay. Dann auf jeden Fall das Süßwasser und vielleicht wahrscheinlich ein Messer. Okay, und der dritte Gegenstand? Und der dritte Gegenstand wäre wahrscheinlich dann ein Feuerzeug oder was, um Feuer zu machen.
Also, liebe Zuschauer, man merkt, Markus ist nicht oft draus, dann hätte er sich für andere Gegenstände entschieden. Was willst du? Was ein Wasser? Wasserfilter hätte ich mitgenommen. Ach, Wasserfilter. Oder vielleicht ein Beutel, wo du Salzwasser abkochen kannst, im Zweifel, also verdunsten lassen kannst. Weißt du. Wer mehr dazu wissen will, zukünftig auf unserem gemeinsamen Blog, Markus und Christoph gemeinsam allein draußen. Allein zu Hause. Allein, oh, oh Gott. Mit Kevin. Wir sollten auf jeden Fall. Das wäre doch mal ein schönes Format. Wir beide allein zu Hause. Dann sollten wir die Berufsfeuerwehr vielleicht vorher informieren. Aber gut, wir wollen ja jetzt hier nicht zu viel kommen. Markus, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. Du kennst das vielleicht schon. Du hast ja die anderen Sendungen gesehen. Es ist Zeit für den mysteriösen Gegenstand. Man sieht, es ist hier schon ein bisschen dünner geworden, denn wir nähern uns ja langsam auch der Bundestagswahl. Du darfst dir jetzt einen wunderbaren Gegenstand dieser verbliebenen 5 Gegenstände aussuchen. Ja. Und ich werde dann erklären, was es damit auf sich hat, beziehungsweise was die Geschichte dahinter ist. Ich würde sogar die Flagge nehmen. Nimmst die Flagge? Ja. Endlich nimmt jemand mal die Flagge. Na, siehst du. Wunderbar. Also, wir nehmen diese wunderbare Flagge. Markus, möchtest du die vielleicht mal ausbreiten? Das machst du schon. Okay. Du bist also im Fernsehen attraktiver als ich. Ich kann sagen, es ist definitiv keiner gestorben, weil normalerweise wird die Flagge ja zum Dreieck zusammengefaltet. So, was ist es von der Flagge? Hast du eine Idee? Sieht auf jeden Fall amerikanisch aus. Ja, es ist amerikanisch. Und jetzt machen wir jetzt immer richtig patriotisch. Dafür wurde ich ja auch schon angefeindet, aber diesmal geht es nicht um unsere Nation, sondern... Das ist, hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Wenn du es andersrum halten würdest, ja. Ach so. Du hast, genau. Erzähler. Das ist die Flagge des Bundesstaates Georgia. Und Georgia ist wiederum der Bundesstaat, in dem sich unsere Partnerstadt Savannah befindet. Also our sister city, wie man sagen würde. Und Savannah ist eine wunderbare Stadt. Die Stadt, in der Forrest Gump zum Beispiel gedreht wurde. Also die Bank, auf der Forrest Gump sitzt und sagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Wo seine Geschichte erzählt wird. Genau, das ist in Savannah. Und Savannah ist, wie gesagt, die Partnerstadt von Halle. Die habe ich jetzt schon zweimal besucht, weil wir ja Partnerschaften auch pflegen müssen. Und das war noch in meiner alten Funktion, also das erste Mal als Medienverantwortlicher für unser Mitteldeutsches Multimedia-Zentrum. Und Savannah hat eine Filmhochschule, die direkt mit James Cameron zusammenarbeitet. Also es ist wirklich wahnsinnig prominent. Und es verbindet auch sehr viel mit unserer Geschichte. Die Haloren haben zum Beispiel, es gibt dort ein Haloren-Café in Savannah. Echt, ja? Ja, und es ist auch das Feriendomizil gewesen von Henry Ford, also dem Erfinder von Ford. Und als ich das letzte Mal da war, hatte ich eine Halle-Flagge mit, weil ich gesagt habe, Mensch, Halle kommt nach Savannah, damit wir das einfach auch mal zeigen können. Und als wir dann beim Abendessen waren, hatten sie mich gefragt, ey Mensch, wir haben gesehen, du hast ja so eine Halle-Flagge mit, können wir die denn mal nicht haben? Ich so, naja, klar. Und dann habe ich gesagt, da will ich aber auch eine von euch. Und dann hatten sie keine von Savannah, aber da war noch der Gouverneur da und der hatte eine Georgia-Flagge und die hat er dann schnell aus seinem Büro geholt. Und dann habe ich diese wunderbare Flagge vom Gouverneur sozusagen hier mit nach Halle gebracht und seitdem steht die eigentlich normalerweise bei mir im Büro. Und es ist nochmal eine schöne Erinnerung daran, dass man Freundschaften pflegt, auch wenn sie, vor allem wenn sie transatlantisch sind. Das ist die Geschichte hinter dieser wunderbaren Flagge, Markus. Ich kannte aber nur UFA. Ja, UFA ist die andere Richtung. Genau, deswegen. Habe ich jetzt noch nicht geschafft, würde ich auch gerne mal besuchen. Wir haben ja noch mehr Partnerstädte, das wäre mal was für die nächste Challenge. Fällt dir noch eine ein? Nee. Grenoble? Ulu? Ja, doch, das hat man im Russischunterricht in der Schule. Ja, aber Ulu liegt in Finnland. Ja, trotzdem, die hatten das ja damals erzählt. Ach so, okay. Ja, ja. Aber mein Russisch war eh so ein bisschen. Ja. Tugaru Paruski? Gabonit Bjabnetski, Schwester. Otschoprojatno. Ja, also gut, also bevor wir jetzt sozusagen unsere russischen Gäste hier mit unserem schlechten Russisch vergraulen. Sehr schlecht. Markus, wir sind fast am Schluss. Du kannst noch eine Frage platzieren, ansonsten hätte ich noch eine für dich. Mach mal. Hau mal raus. Welchen Tanz kannst du überhaupt nicht leiden? Samba. Ohne nachzudenken. Wie geht der? Samba. Habe ich noch nie gesehen. Ja? Nee, Samba, das nächste Mal. Samba ist wie... Wenn du das nächste Mal da bist, dann machen wir Samba eine Stunde und dann sind wir gleichgesinnte Brüder des Tanzes. Eine Stunde Samba? Ja. Also, wenn das nicht ein wunderbares... ja, Markus, magst du uns mal ein Samba zeigen? Jetzt kommt, war klar, kommt natürlich direkt von der Community. Wir können ja erst mal sagen, was wir für ein Whisky trinken. Das wäre viel interessanter. Müssen wir das sagen? Also, ja, du weißt ja schon, was da steht, ne? Ja, aber gut, wir können immer kurz... Also für alle, die jetzt zu Hause sind, ich weiß nicht, wie es Kanzlerduell war, wird mich... Triel war es heute. Wir hatten ja jetzt einen wunderbaren Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky, 12 Jahre. Also es klingt fast wie aus dem Prospekt. Oh, Wahnsinn. Ist ein bisschen was Süßeres. Ne? Ich würde sagen, perfekt als Schlummertrunk. Genau. Möchtest du noch was sagen zu denjenigen, die sich später einschalten, außer dass sie unbedingt mal bei dir vorbeikommen sollen zum Tanzen? Ich würde mich sehr freuen.
Also wir haben gelernt, jeder kann tanzen, wenn er das will. Markus ist im Survival-Training nicht unbedingt optimal ausgestattet. Ach doch, denke ich schon. Das klären wir beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal gibt es dann auch die Anleitung für den Samba. Das war das Bernsteinzimmer in der 7. Folge. Wer es noch nicht weiß, demnächst geht es uns, also mir, an die Haare. Schaltet gerne ein, denn der nächste Gast ist ja schon bekannt. Das wird Star-Friseur Jens Köge sein. Und das ist keine Untertreibung, denn Übertreibung, denn er hat mehrere Weltmeister bereits getrainiert, auf die Welt gebracht, was auch immer. Das wird er uns selber erzählen. Markus, wunderbar, dass du heute da warst. Wir trinken jetzt noch in Ruhe unseren Whisky aus. Euch da draußen eine schöne Nacht. Die, die zuschauen, live zugeschaut haben und die, die sich später anschauen, schaltet beim nächsten Mal gerne mit ein. Wir freuen uns auf euch. Das war das Bernsteinzimmer. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Das war das Bernstielzimmer. Alle Folgen jetzt zum Nachschauen auf Christoph Bernstiels Facebook- und Instagram-Seite sowie auf YouTube. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.